Hub. Ja. Das war Abseits. Abseits? Die Spieler bewegen sich nur hin und her. Gib's auf, Hub. Du kannst es nicht. Wirf den Ball rein und sei still. Ich habe 3 Anträge gestellt und warte schon 6 Monate auf einen Termin in der Schwerelosigkeitskammer. Ich habe gedacht, bis dahin wird sich jemand Vernünftiges finden, den ich mitnehmen kann. Mein Termin ist morgen und kein Kerl in Sicht. Ach, Winslow, bitte. Sex ist das Letzte, was mir fehlt. Wirklich? Hast du gehört, was die Flieger sagen? Wenn du es nicht einmal alle 3 Tage tust, drehst du durch. Her mit der Zwangsjacke. Der Colonel hat es mir irgendwie angetan, aber... Ja, naja, das Ding, das er da am Nacken hat, keine Ahnung, aber das würde mich irritieren. Hör zu, McQueen ist der befehlshabende Offizier. Laut Dienstvorschrift darf er sich nicht mit dir einlassen. Abgesehen davon glaube ich, das Korps ist das Einzige, das ihm was bedeutet. Kelly! Guten Abend, Colonel. Darf ich Sie was fragen? Wie lange sind Sie schon im Chor? 15 Jahre. Waren Sie nie verheiratet? Doch, war ich. Sie haben zu den Angry Angels gehört, hm? Eine echte Legende. Waren Sie schon mal in der Schwerelosigkeitskammer? Ja. Auch schon mal hier auf der Saratoga, Colonel? Nein. Möchten Sie gern? Verdammte Scheißding! Dann hau doch ab! Du wirst ausgewechselt. Hey, Colonel, ich brauch dringend einen Kerl, der für Cooper einspringt. Ein Kerl? So viel ich weiß, haben wir nie zusammen die Schulbank gedrückt. Jetzt hören Sie gut zu, Marine. Ich bin nicht Ihr Kerl. Ich bin nicht Ihr Hanswurst. Ich bin nicht Ihr verdammter Saufkumpan. Und erst recht nicht jemand, den man in der nächsten Singlebar aufreißt. Damit das vollkommen klar ist. Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, dann sammeln Sie wieder Spenden für die Armen. Sie essen Hotdogs im Wrigley-Stadion. Und Sie gehen wieder nach Maybury. Ich bin dann immer noch hier draußen und warte auf den nächsten Krieg. Das ist meine Aufgabe. Nur deswegen bin ich hier.